Willkommen zurück zu dem wunderschönen, kleinen, süßen Schwarz-Weiß-Game Limbo. Wobei klein, süß hier wohl der falsche Ausdruck ist. Es ist wirklich sehr, sehr brutal, wie wir jetzt die letzten zwei Folgen schon gemerkt haben. Und es trollt mich einfach am laufenden Band, dieses Spiel. Also es ist wirklich krass, wie es mich trollt. Okay, kommen wir so hier rüber über die Schlucht. Seriously? Warum machen die Entwickler sowas? Hier muss man in die Mitte springen und beim anderen an den Rand hin. Sehr, sehr geil. Einfach nur, um mich zu verarschen, diese Pisser. Boah, Alter. Haha, ihr Deppen. Boah, fuck, man. Warte, hier war's. Hier war's außenrum. Boah, voll im... Alter, voll in den Hals. Mann. Okay, krass. Okay, aber tendenziell war es, glaube ich, richtig. Ich habe nur gedacht, die sind jetzt so blöd von der KI. Kacke. Beim ersten Mal überlebe ich es, aber beim zweiten Mal nicht. Macht auch keinen Sinn. Hier auch seinen Helm verliert. Nein! Ah, oh, ich bin viel zu langsam. Oh Mann. Was passiert das wieder? Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit mir? So, hier war's. Außen überlebt man, genau. Der kommt auch noch irgendwas. In der Mitte überlebt man. Der hätte, glaub ich, fast noch geschossen. Aber das war cool. Definitiv cool. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Wagen. Der hier feststeckt. Dann haben wir eine Szene, die mich so ein bisschen an Super Meat Boy erinnert, mit diesen zwei Zahnrädern hier. Okay. Ah, okay, da kann man hochklettern. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ans andere hinspringen und dann schnellstmöglich wieder zurückkommen. Oder irgendwie so. Ja, das ist der Witz da dran. Das war mir schon klar. Jetzt wieder zurück, Jolon. Ah, jetzt weiß ich auch, warum der Wagen ist. Denk mal, wenn sie beide auf gleicher Höhe sind, ist der beste Zeitpunkt. Wie im Action-Movie. Wenn das Spiel mich trollt, dann troll ich zurück. Kenne ich gar nichts. Okay. Frosch. Frosch ist gut. Wurm ist nicht so gut. Alter, warum läuft er jetzt nach links? Lauf nach rechts! Sind jetzt die... Nee. Irgendwas ist komisch an der Steuerung gerade. Aber ich weiß nicht was. Ist gerade irgendwie ein bisschen Zombie-Mode unterwegs. Ich mach nichts! Der... Schiebt es von alleine. Zumindest teilweise. Ah, okay. Okay, dachte ich schon.
Weil die waren ja, vorher waren die komplett umsonst da. Aber hier haben sie jetzt den Wurm vom Kopf gefressen. Und die Steuerung fühlt sich wieder, ja, sie fühlt sich wieder normal an. Okay, hier ist ein Schalter. Es sieht aus wie ein Zahnrad, das geschlossen werden muss. Aber irgendwie, ja, drehen tut sich's nicht. Vielleicht müssen wir da reinkommen, tun wir nicht. Okay. Du willst da hoch? Ich will zu dir. Kommen wir da hin? Ja. Ah. Jetzt hätte ich ihn fast gefangen. Fast hätte ich ihn gefangen. Vielleicht ist es da mein Haustür oder so. Hehe. Ah, scheiße. Seriös. Der Hamsterfrosch. Ich glaube, ich bin. Sehr geil. Alter. Es regnet. Es regnet. Okay, das auffüllen. Dann wahrscheinlich rüberjumpen. Oh, das reicht niemals, ah. Hä, das war doch gerade ganz rechts. Täusche ich mich gerade oder war das... Das war ganz rechts und jetzt ist ganz links. Ich glaube, in der Mitte ist am besten. Aber jetzt kommen wir... Nein. Jetzt kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Ah, doch. Zum Glück kann der sich daran festhalten. Wenn wir warten, können wir ein bisschen rumswingen. Ah, scheiße, zu viel geswankt. Hä, warum denn? Hat er jetzt keine Kraft mehr gehabt, oder was? Geht doch, geht doch. Meine Freunde. Oh, große offene Flächen bedeutet doch eigentlich immer Endboss im Computerspiel. Zumindest mal sowas, was aussieht wie so ein Spinnenbein. Kiste. Kiste immer mitnehmen auf jeden Fall. Nehmen wir die mal mit. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Jo. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Okay, ich hab's aber glaubt. Gerade gecheckt. Aber es war definitiv ein bisschen komisch. Aber ich muss, glaube ich, das hier herholen. Und dann erst das Ding hochziehen. Rüberziehen. Genau. Und dann. Zack.
Okay. Dann müssen wir an die Leiter hin. Da passiert, da bricht jetzt bestimmt wieder die Leiter ab oder sowas. Nee, geht. Okay, und hier ist die nächste Kiste. Stoppt das was? Nee, das muss ja eigentlich höher kommen, oder? Sonst. Ja. Okay. Das nicht so eng war. Das nicht so eng war. Die Kiste war kaputt. Die scheiß fucking Kiste war kaputt. Was soll man denn da machen? Ah, vielleicht hätte es geklappt, wenn wir die nicht so blöd platziert hätten. Also das Ganze nochmal. So. Auf die Kiste drauf. Einen Schluck trinken. Und dann. Machen wir das Ganze jetzt mal nicht so eng. Wir haben ja Zeit. Können wir das ein bisschen ausmessen? So. Okay, jetzt geht's, oder? Ah ne, die füllt sich langsam mit Wasser, die Kiste. Das ist ja tricky. Aber es geht, es geht. Schon wieder so eine Rutschstelle. Wieder ein Ding zum Aufziehen. Und da kommt irgendwas hoch. Damit das Wasser nicht mehr hochkommt. Das Wasser kommt trotzdem hoch. Geh doch an die Leiter hin. Oh, gerade so überlebt. Nice. War ja klar. Ich denke, ihr seht schon, was man machen muss. Aber dass ich jetzt halt so einen ganz blöden Tod habe, wo ich nichts dagegen machen kann. Ist halt mehr als ärgerlich. Also, wir müssen hier aufmachen. Wir müssen, glaube ich, warten, bis der Ball oder diese Koi oder was das auch immer ist, hochschießt und dann zudrücken. Und, peng. Ah, und dann drüber schieben, genau. Heißt doch einfach. Das Ding ist halt, einmal stirbt man halt an jeder Stelle in dem Spiel irgendwie, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Geh hoch. Oh, das sieht aus wie ein Levelende oder sowas. Gibt's Levelenden überhaupt in dem Spiel oder ist es ein unendlich langes Level? Scheint nur ein Licht zu sein. Aber sieht cool aus. Beam me up, Scotty, please! Beam me up, come on! Möchte mich nicht hochbeamen. Okay. Halt. Da unten ist ein Schalter. Und wie soll's so schön sein? Mal wieder Wasser. Oder wie soll's auch anders sein? Reicht das? Muss reichen. Das reicht aber nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Hehehe, ich bin oben. Nicht. Ah, da kann ich bestimmt hochklettern an der Kette. Nicht. Das reicht, glaub nicht, oder? Nee, niemals. Scheiße. Jetzt habe ich schon wieder gerade einen kleinen Hänger. Ah, okay.
Ich muss vielleicht wieder zurück zu dem Schalter. Weil das Wasser wechselt sich. Es geht. Warte mal. So. Ah, das hat jetzt irgendwie nichts geändert. An der Situation. Ah, oh, scheiße. Jetzt muss ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Also, wenn ich den Schalter umlege, geht das Wasser rüber. Aha. Okay, aber man muss ihn, glaube ich, ganz rüberlegen. Mann, mal wieder so ein kniffliges Rätsel. Wenn ich den umlege, geht ja nur das runter. Okay, und wenn ich den jetzt wieder zumache... Muss ja fast was mit diesem Schalter zu tun haben, wenn wir den wieder umlegen. So, dann müsste ja im rechten Becken rein theopraktisch mehr Wasser sein. Oder? So. Nee, das Wasser geht komplett weg. Nicht so rennen. Ist das Wasser vielleicht so niedrig, dass ich nicht sterbe? Nee, das auch nicht. Ah, da kann man klettern. Nee, kann man nicht. Also es tut mir jetzt echt leid, ich komme gerade nicht weiter. Und die Lösung ist wahrscheinlich wieder so mega offensichtlich. Kletter da jetzt hoch. Das ist mal auf der Stellung. Stellen den Switch wieder um. Aha. Aber das bringt uns ja nichts, weil jetzt kommen wir nicht mehr rüber. Oder? Doch, das geht gerade noch so. Jetzt haben wir ja mehr. Nee, haben wir nicht. Es hat sich nichts geändert. Ui, diese Stelle. Die tiltet mich so ein bisschen gerade. Hä? Also vielleicht doch das Licht. Dem Licht hat es nichts auf sich. Vielleicht den Schalter mal gar nicht. Kann man die Kiste kann man nicht ziehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Schalter umlegen, weil sonst klappt das Ganze nicht. Aber vielleicht müssen wir wirklich weniger Wasser reinlassen. Das reicht ja. Ich muss das voll machen, weil sonst reicht es ja vom Springen nicht. Ja.
Okay. Und dann mal rüberspringen, vielleicht ein bisschen. Nee. Oh Mann, wenn die Lösung jetzt so offensichtlich ist, dann ärgert es mich echt. Nein. Oh. Guck ich mir alles nochmal an, was passiert. Links geht's ein bisschen höher. Ja, ich habe mich gerade entschieden, einfach nochmal ins Wasser zu springen. So ein bisschen Selbstmord ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja, ich werde versuchen, mir irgendwas zu überlegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kurz brauche ich 5 Minuten Gehirnpause, ein bisschen nachdenken. Vielleicht kriege ich es dann hin. Wir machen direkt weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und Subscriben nicht vergessen. Bye bye.